Hallo und willkommen bei Arc Insight, dem Kanal für Architektur und Stadtgeschichte. Wir haben Rundgänge in einzelnen Stadtvierteln von Pompeji erstellt. Im Einführungsvideo erhältst du dazu einen Überblick. Unser erster Rundgang beginnt an der Porta Marina. Schon der steile Zugang hinauf macht deutlich, dass Pompeji eine gut befestigte Stadt war. Links im Bild, noch vor dem Stadttor, liegt die Therme Suburbane. Die Porta Marina führte zum Seehafen, dessen einstige Lage noch immer umstritten ist, da der Ausbruch des Vesuvs den Küstenverlauf erheblich verändert hatte. Pompejis Stadtmauer war mehr als 3 Kilometer lang, verfügte über 12 Wachtürme und 7 Stadttore. Hinter der Porta Marina liegen auf der linken Seite erste Geschäfte und Garküchen, in denen sich Reisende nach ihrer Ankunft in der Stadt stärken konnten. Rundgang 5 wird uns eine der am besten erhaltenen Garküchen zeigen. Wir gehen jetzt direkt auf den Forumsplatz. Nun kurz auf die Pause-Taste drücken, wenn du angekommen bist, geht es weiter. Seit der Gründung Pompejis war dieser Platz mit seinen angrenzenden Gebäuden das wirtschaftliche, administrative und religiöse Zentrum. Rund um das langgestreckte Forum mit seinen 140 x 40 Metern versammeln sich die wichtigsten öffentlichen Gebäude. Auf der linken, westlichen Seite haben wir die Basilika und den Apollo-Tempel. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Gebäude der Eumachia und das Macellum. Am nördlichen Platzende liegt der Jupiter-Tempel, gegenüber am südlichen Ende sind die Verwaltungsgebäude. Hier eine Rekonstruktion. Der Platz war mit Tuffsteinplatten gepflastert und von Säulengängen eingefasst. Zwischen den Säulen standen die Standbilder verdienter Honoratioren auf den Sockeln, gefunden wurde jedoch keine der Statuen. Wir begeben uns nun zu den städtischen Verwaltungsgebäuden. Im Gegensatz zum eigentlichen Forumsplatz wurden sie nach dem Erdbeben 62 zügig wieder aufgebaut. Sie waren schließlich für das Funktionieren der städtischen Verwaltung unerlässlich. Der westliche der drei Räume ist am größten. In den Seitenmauern finden sich Nischen, in denen Kaiserstatuen oder Statuen wichtiger pompejanischer Politiker aufgestellt gewesen sein müssen. Dieses Gebäude war wohl die Kurie, also der Versammlungsraum der Dekurionen. Als Decurio oder Curialis wurde im Römischen Reich ein Stadtratsmitglied römischer Gemeinden bezeichnet, das in Kaiserzeit und Spätantike auf Lebenszeit gewählt wurde. Der Begriff Curialis leitet sich von der Curia ab, dem Versammlungsort der Senatoren in Rom bzw. der Mitglieder des Gemeinderates in den Provinzen. Wenden wir uns nun der Basilika zu. Die Basilika stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Ein solches Gebäude fehlte in keiner römischen Stadt. Die Basilika in Pompeji gehört zu den ältesten Beispielen dieses Gebäudetyps. Sie war sehr genau in ihrer Anlage vorgeschrieben. Um die Basilika bauen zu können, wurden mehrere Privathäuser abgerissen. Heute geht man auch davon aus, dass die Basilika wohl vollständig überdacht war. Zu einer Basilika gehörte ein Mittelraum, der von einer Säulenreihe umgeben ist, sowie dem Tribunal, auf dem die Gerichtsverhandlungen stattfanden. Denn dies war eine ihrer Hauptfunktionen. Sie diente nämlich als Gerichtsgebäude. Dabei handelt es sich um die zivile Rechtsprechung, also keine Strafrechtsprozesse. Die richterliche Gewalt im öffentlichen Strafrecht lag beim römischen Kaiser und seinen Vertretern, den Konsuln. Das sich im Hintergrund befindliche Tribunal war die erhöhte Plattform für den Richter. Die Prozessführenden standen tiefer unten auf dem Boden. Daneben war der imposante Bau aber auch das Zentrum der wirtschaftlichen Macht Pompejis, denn hier wurden wichtige Handelsvereinbarungen geschlossen. Es war also auch eine Art Börse. Erstmalig wurde in Pompeji ein Bau dieser Größenordnung aus gebrannten Ziegeln errichtet. Die Ziegel wurden mit Stuck überzogen.
In diesem wurde ein Muster eingebracht, das den Anschein eines hochwertigen Mauerwerks aus Quadern erwecken sollte. Unterstrichen wurde dieser Effekt durch die Farbflächen. Dieses Verfahren wird heute als erster pompeianischer Stil bezeichnet. Vieles, was man heute über die Basilika weiß, ist den zahlreichen Graffiti zu verdanken, die in den Putz der Wände geritzt waren. Hier tauchen Namen bekannter Persönlichkeiten Pompeis auf, aber auch politische, erotische oder einfach nur witzige Bemerkungen. Zwei der interessantesten lauten folgendermaßen: Lucius Istacidius, wer mich nicht zum Essen einlädt, ist für mich ein Barbar. Oder: Wer mich liebt, komme hierher. Ich will der Venus die Rippen brechen mit Prügeln und der Göttin die Lenden lähmen, wenn sie mein zartes Herz treffen kann. Warum kann ich ihr nicht den Kopf mit einem Prügel einschlagen? Wir gehen nun nach nebenan zum Apollo-Tempel. Man betritt das Heiligtum an der Südseite durch ein Tor von der Via Marina aus. Begeben wir uns nun in den inneren Bereich des Säulenumgangs mit Blick auf den eigentlichen Tempel. Der eigentliche Tempel C steht im rückwärtigen Teil des Hofes. Die Keller D war das Heiligtum. Hier war die Götterstatue aufgestellt. Als Raum der Gottheit war er nicht für Besucher geöffnet. Die zentrale Kulthandlung, das Opfer, fand auch nicht in der Keller statt, sondern wurde auf dem außerhalb des Tempels stehenden Altar dargebracht. An seiner Ostseite, hier der Blick vom Forum aus, müssen ursprünglich die Haupteingänge gewesen sein. Mindestens 10 Türen, die später zugemauert wurden, führten in das Heiligtum. Apollo war ursprünglich die Hauptgottheit der Stadt. Der Grundriss des Tempels sowie einige Dekorationselemente stammen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Seine heutige Gestalt geht auf das 2. Jahrhundert vor Christus zurück. Er ist damit eines der ältesten Heiligtümer Pompeis. Im Tempelbereich kann man heute die Statue von Apollo an der Ostseite sehen. Diana, seine Zwillingsschwester, steht an der Westseite, beide als Kopien. Der aus Griechenland importierte Apollo-Kult war in ganz Kampanien weit verbreitet. Welche Bedeutung hatte der Kult für die Pompeianer? Der in Kleinasien von Zeus und Leto geborene Apollo hatte verschiedene Funktionen. Die wohl bekannteste war seine Aufgabe als Gott der Weissagung. Dafür wurde ihm die Orakelstätte Delphi in Griechenland geweiht. Auch war er Gott der Künste, insbesondere der Musik. Er gehörte wie seine Zwillingsschwester Artemis, lateinisch Diana, zu den olympischen Göttern, den 12 Hauptgöttern des griechischen Pantheon. Zu Apollos ersten Taten gehörte die Tötung der Schlange Python, die der Feind seiner Mutter Leto war. Nachdem Apollo die Schlange mit einem Pfeil verwundet hatte, floh sie zum Orakel nach Delphi. Er folgte der Schlange jedoch und tötete sie an der Orakelstätte. Da die Schlange die Tochter der Gaia, der damaligen Inhaberin des Orakels gewesen war, musste sich Apollo zu einer Reinigungszeremonie nach Kreta begeben. Durch das Blut der Python wurde das Orakel mit hellseherischen Fähigkeiten versehen und der Kontrolle Gaias entrissen. Später gelangte das Heiligtum dann unter den Schutz Apollos. Aufgrund seiner zahlreichen Funktionen war der Apollo-Kult im antiken Griechenland und in den Kolonien stark verbreitet. Ihm wurden mehrere Heiligtümer geweiht, darunter zählt die Orakelstätte von Delphi zu den berühmtesten. Für die verstreute griechische Staatenwelt bedeutete der gemeinsame Apollo-Kult auch eine engere Verbindung. Als Gott der Weissagung spielte er für Kriege und Überseefahrten eine wichtige Rolle. Wir gehen nun weiter in das gegenüberliegende Gebäude der Eumachia. Bereits der Eingang zur Eumachia hat eine Besonderheit. Der Durchgang ist von einem marmornen Relief umrahmt, auf dem Akanthusranken dargestellt sind, die von Vögeln und Insekten bevölkert werden. Dieses hervorragend gearbeitete Relief weist auf Bildhauerwerkstätten aus der Regierungszeit von Kaiser Augustus hin. Errichtet wurde der Bau in den 20er Jahren nach Christus.
Zu beiden Seiten des Eingangs sind ganz außen zwei rechteckige Nischen symmetrisch angelegt. Sie konnten jeweils über eine kleine seitliche Treppe erreicht werden. Man vermutet, dass hier Versteigerungen stattfinden, an denen ein Auktionator und ein Bankier teilnahmen. Zwischen den großen Nischen befanden sich vier kleinere Nischen, in denen Statuen standen. Von zweien davon sind Bruchstücke der Sockelinschriften erhalten. Es handelt sich um Lobpreisungen des Romulus und des Aeneas, der Gründer der Stadt Rom und der Familie der Julier. Es werden die wichtigsten Taten der beiden Helden kurz aufgezählt. In der Mythologie wird die Geschichte folgendermaßen dargestellt. Der trojanische Prinz Aeneas kann sich nach dessen Untergang aus dem brennenden Troja retten und reist nach Westen. Mit dabei ist sein Vater und auch sein Sohn Ascanius, auch Iulus genannt. Die Fahrten des Aeneas führen der Sage nach schließlich zur Gründung der Stadt Alba Longa, aus der eines Tages Rom hervorgehen sollte. Einer der Nachkommen von ihm ist dann Romulus, der diese Gründung vollzieht. Aus den Nachkommen von Iulus wird dann die Familie der Julier. Zu den bekanntesten Nachkommen gehören neben Gaius Julius Caesar auch Augustus, der erste römische Kaiser. Es erscheint deshalb als recht wahrscheinlich, dass in den vier Nischen außer den Statuen des Aeneas und des Romulus auch Caesar und Augustus aufgestellt waren. Geht man nun durch den Eingang, so gab es links und rechts zwei kleine Räume, F. Sie waren für Wachpersonal bzw. waren Sammelstellen für Urin, das in Krügen gesammelt wurde. Urin war Gerbstoff zum Beizen von Leinen, Wolle und Seide und zum Entfetten der Schafwolle zu verwenden. Im Innenhof finden wir Reste von Säulenreihen. Auch Reste von Sockeln, auf denen Ehrenstatuen gestanden haben, deuten auf eine aufwendige Ausstattung des Gebäudes. Wer war eigentlich die Namensgeberin dieses Gebäudes? Eumachia war die Tochter eines reichen Unternehmers, der sein Geld vor allem mit Weinbau und einer Ziegelei verdiente. Wohl zur Zeit des Augustus kam die Familie nach Pompeji. Hier heiratete Eumachia einen einflussreichen und vermögenden Wollunternehmer. Nach dem Tod ihres Mannes erbte sie dessen Firma. Dadurch wurde sie zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten Pompeis, was vor allem deshalb Erwähnung verdient, da einer Frau ein solcher Aufstieg nur selten gelang. Sie brachte es bis zur Vorsteherin der Tuchhändlergilde, einer der bedeutendsten Vereinigungen der Stadt. In dieser Eigenschaft ließ sie das auch nach ihr benannte Gebäude der Eumachia errichten. Über den Zweck des Gebäudes ist viel spekuliert worden. Für einen einfachen Wollmarkt war das Gebäude zu üppig ausgestattet. Man vermutet eher eine Art Börse, bei der größere Handelsgeschäfte im Wollgewerbe abgeschlossen wurden. Wahrscheinlich wurde es auch zum Sitz der Tuchhändlergilde. Eine Statue der Eumachia ist als Kopie erhalten. Wir finden sie am anderen Ende des Gebäudes. Sie steht dort in einer Nische mit dem Buchstaben K. Die Tuchhändlergilde hatte diese Ehrenstatue gestiftet. Gleich neben der Eumachia befindet sich der Vespasian-Tempel. Hier setzen wir unsere Besichtigung fort. Durch ein einfaches Tor in der Mitte der Fassade tritt man in einen Hof. Die Wände des Tempels werden von einfachen Lisenen gegliedert, also leicht hervortretende Mauerungen der Wand, die große Scheinfenster mit dreieckigen bzw. segmentförmigen Giebel einfassen. Man betritt das eigentliche Heiligtum über zwei Treppen, G, die rechts und links in die Rückseite des Podiums eingeschnitten sind. Steht man in der Keller, H, sieht man an der Rückwand einen Sockel, I, für die Kultstatue. In der Mitte des Hofes steht ein Marmoraltar mit Reliefs an den vier Seiten. Auf der wichtigsten, der dem Forum zugewandten Seite ist eine Opferszene dargestellt. Ein Priester mit verhülltem Haupt bringt über einem Dreifuß ein Trankopfer dar. Hinter ihm stehen zwei Liktoren. Im Römischen Reich waren Liktoren Amtsdiener. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, den Weg für die Amtsträger freizumachen.
Sie trugen dabei die Fasces, ein Rutenbündel mit Beil. Das Beil stand als Symbol für die Todesstrafe, die von den Amtsträgern angeordnet werden konnte. Übrigens trugen Mussolinis Faschisten diese Fasces auf ihrer Flagge, um damit die Wiederbelebung des Imperium Romanum zu symbolisieren. Es sind auch noch abgebildet ein Musiker, der einen Doppelaulos, ein antikes Blasinstrument, bedient, zwei junge Opferdiener mit Gerätschaften und ein weiterer Helfer. Vor dem Priester stehen die Opferdiener mit einer zweischneidigen Axt und sein Helfer und halten den Opferstier. Hinter den Personen im Vordergrund ist ein Tempel mit vier Säulen an der Front dargestellt, bei dem es sich um die Fassade an der Rückwand des Hofes handeln muss. An den Seitenwänden des Altars sind Opfergeräte dargestellt. Auf der linken Seite ein Tuch mit Fransen, der Krummstab des Auguren und ein Kästchen für Räucherwerk. Rechts eine Opferschale, ein Schöpfgefäß und ein Krug. Oberhalb von diesen Gegenständen hängt eine Girlande aus Früchten und Blumen. Auf der Rückseite sind ein Kranz aus Eichenlaub und zwei kleinere Lorbeerbäume dargestellt. Der Kranz aus Eichenlaub ist eine Corona Civica, eine der höchsten militärischen Auszeichnungen, wie sie auf Beschluss des römischen Senats am Wohnhaus des Augustus auf dem Palatin aufgehängt wurde. Nach Augustus war diese Corona Civica ein Vorrecht der Kaiser. Auch der Lorbeer war ein Attribut des Augustus und nach ihm dann des Vespasian. Ein Stieropfer wurde nur zu Ehren des noch lebenden Kaisers dargebracht, während man den nach ihrem Tod vergöttlichten Kaisern einen Ochsen opferte, also ein kastriertes männliches Rind. Aufgrund dieser Beobachtungen kann vermutet werden, dass das Heiligtum Kaiser Vespasian geweiht war, dem Pompeji zahlreiche Hilfsmaßnahmen verdankte. Fortan wurde hier den römischen Kaisern gehuldigt. In der Rückwand des Hofs öffnet sich rechts eine kleine Tür, J, die in drei hinter dem Tempel liegende Räume 3, 4, 5 führt. Sie waren für die Aufseher des Tempels und für die des Larenheiligtums bestimmt, mit dem sie durch eine Tür an der Nordseite E und zwei weitere Räume 1 und 2 Verbindung hatten. Wir setzen unsere Besichtigung mit einem kurzen Abstecher in das Larenheiligtum fort. Die Laren waren die Schutzgottheiten der Stadt. Im Prinzip wurden hier Zeremonien abgehalten, die aus einem von der Stadt dargebrachten Sühneopfer nach großen Unglücksfällen bestand. Denn nach allgemeiner Überzeugung beruhten diese auf schuldhaftem Verhalten, durch das der Zorn der Götter erregt wurde. Weiter geht es nun zum Macellum. Der Kaiserkult beschränkte sich nicht auf die Tempel. In fast jedem öffentlichen Gebäude waren kaiserliche Statuen aufgestellt, selbst in der Markthalle, dem Macellum. Das heute sichtbare Gebäude wird auf 130 bis 120 vor Christus datiert, jedoch hatte es einen Vorgängerbau von ähnlichen Ausmaßen am gleichen Ort. Es war ein Gebäude, in dem Lebensmittel und andere Waren für den täglichen Gebrauch verkauft wurden. Drei Zugänge führten ins Innere, zwei Haupteingänge und ein Nebeneingang. Der erste Haupteingang befand sich in der Mitte der Westseite am Forum, der zweite Haupteingang in der Mitte der Nordseite. Ein Nebeneingang befand sich im Südosten. Er war nur über eine kleine Treppe zu erreichen. Der Haupteingang wurde mit zwei eleganten korinthischen Säulen in zwei Durchgänge unterteilt. Hier stand vermutlich eine Statue des Kaisers. Die Läden links vom Eingang waren wahrscheinlich Wechselstuben. Wir betreten nun einen weiträumigen, ursprünglich von Säulen eingefassten Hof. Gleich links vom Eingang, an der Nordwestmauer, blieb noch ein interessantes Beispiel einer Dekoration aus dem vierten Stil erhalten. Oberhalb des Sockels sind schwarze, mit Rot eingefasste Felder gemalt, in deren Mitte sind Bilder mit mythologischen Szenen dargestellt.
Geht man nun an der Nordmauer entlang und durch den Seiteneingang hinaus, sieht man zu beiden Seiten insgesamt 12 Lebensmittelläden. Sie lagen an der Nordseite, damit ihre Ware vor der starken Sonneneinstrahlung geschützt und frisch gehalten wurde. Man fand hier Feigen, Trauben, Kastanien, Hülsenfrüchte, Brot, Kuchen, Amphoren sowie Früchte in Gläsern, heute im Museum von Neapel. Diese Geschäfte waren nur zur Straße geöffnet und hatten keinerlei Verbindung zum Innenraum des Macellums. Erhalten ist nur das untere Geschoss der Läden, doch gab es auch eine zweite Etage. Hier wurden die Wohnungen für die Bediensteten des Macellums vermutet. Der Zugang zum Obergeschoss erfolgte über eine Holztreppe, die zu einer Holzgalerie führte, über die man dann zu den Räumen gelangen konnte. Wieder zurück im Hof sehen wir in der Mitte 12 Sockel. Wie die zahlreichen Fischgräten und Fischschuppen beweisen, die in dem bis zur Mitte führenden Abwasserkanal gefunden wurden, war der Platz für den Verkauf von Fischen bestimmt. Sie wurden hier abgeschuppt und geputzt. Die Sockel hielten 12 Holzpfähle. Diese Pfähle trugen ein hölzernes Dach. In der Mitte des Zwölfecks befand sich wohl ein Brunnen, an dem der Fisch gereinigt wurde. An der Ostseite befinden sich 3 weitere Räume. Sie sind im Vergleich zum übrigen Macellum erhöht. Der Raum in der Mitte war ein der kaiserlichen Familie geweihter Raum. Hier fand der Kaiserkult statt. Man betritt ihn über eine 5-stufige Treppe. Dieser Raum ist im Vergleich zur übrigen Ausstattung recht einfach gestaltet. In den Nischen an der Seite vermutet man, dass hier ursprünglich Statuen von Personen aus der kaiserlichen Familie standen. Der sich links an den Kaiserkultraum anschließende Raum wurde vermutlich vom Kollegium, dem der Kaiserkult oblag, für religiöse Feierlichkeiten genutzt. Anderen, älteren Theorien zufolge war es der Bankettraum einer kaufmännischen Kooperation oder es hatte hier das Marktgericht seinen Sitz. Unmittelbar links neben dem Eingang fand man über 1000 Münzen. Es könnte sich dabei um die Kollegienkasse oder die Tageseinnahme eines Kaufmanns gehandelt haben. Vor dem Kollegienraum wurden Schafskelette, Ochsenschädel und Knochen gefunden. Vermutlich befand sich hier ein Verschlag für Opfertiere oder ein Käfig für zum Verkauf stehende Tiere. Im Innern ist noch ein nach rechts gerückter Altar erkennbar. Er besteht aus 2 Marmorstufen und einer daraufliegenden Basaltplatte. Die Platte weist einen erhöhten Rand und in einer Ecke ein Loch auf, was darauf schließen lässt, dass der Altar für Trankopfer genutzt wurde. Welche Bedeutung das mit Marmor verkleidete Podium an der Südwand hatte, ist bis heute unklar. Im Raum ganz rechts wurden Fisch und Fleisch verkauft. An 3 Seiten zieht sich hier ein Ladentisch herum. Die Hälfte des Ladentisches ist mit einer besonderen Vorrichtung versehen, die dazu diente, das Wasser zu sammeln und zu einem kleinen Abwasserkanal an der Südseite hinzuleiten. Diese Hälfte war wohl zum Verkauf der Fische gedacht. Der gesamte Tisch ist etwas geneigt, damit Flüssigkeiten abfließen konnten. An der Südseite, direkt neben der Fleisch- und Fischhalle, befindet sich der 3. Eingang. Hier sind 12 Läden. Sie haben sämtlich in etwa die gleiche Größe und Aufbau und waren zum Verkauf von Lebensmitteln vorgesehen. Den Abschluss unseres Rundgangs auf dem Forum bildet nun der Besuch des Jupitertempels. Der Jupitertempel bildet den nördlichen Abschluss des Forums. Er wurde in der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus errichtet. Verehrt wurden darin neben Jupiter, der höchsten römischen Gottheit, auch Juno, die Göttin der Geburt, der Ehe und der Fürsorge. Von ihr leitet sich der Monatsname Juni ab. Ebenfalls verehrt wurde Minerva, die Göttin des Verteidigungskrieges, im Gegensatz zum Kriegsgott Mars. Übrigens, die Dreiheit der Götter Jupiter, Juno und Minerva, die bedeutendsten Gottheiten der Römer, wird als kapitolinische Trias bezeichnet. Ein Heiligtum dieser Trias wird als Kapitol bezeichnet. In einem solchen Tempel waren 3 Räume jeweils einer der 3 Gottheiten zugeordnet und mit einem entsprechenden Kultbild versehen.
Solche Heiligtümer existierten in mehreren Städten des Römischen Reiches. Das wichtigste befand sich auf dem Kapitolshügel von Rom. Von den Götterstatuen in Pompeji ist nur der Marmorkopf des Jupiter und die Gesichtsmaske der Juno erhalten. Der eigentliche Tempelaufbau steht auf einem Podium, auf das eine Freitreppe führt. Dieses Podium war innen hohl, denn darin hat man unterirdische Kammern angelegt, in denen die Gaben für die Götter gelagert wurden. Später wurde hier jedoch der Stadtschatz versteckt. Als sich der Vulkanausbruch ereignete, war die Beseitigung der Schäden durch das Erdbeben von 62 noch in vollem Gang. Dies erklärt, warum nur wenige Gebäudeteile erhalten sind. Der Tempel auf dem Podium hat eine Vorhalle, D, mit 6 Säulen an der Vorderseite und je 4 an den beiden Seiten. Die Säulen waren mit sehr feinem Stuck überzogen. Nachdem man den Eingang in die Keller, E, durchschritten hat, gelangt man in einen Raum, der ursprünglich in 3 Schiffe unterteilt war. Wobei die beiden Seitenschiffe zwischen den Säulen und den Wänden erstaunlich schmal waren. In der Keller befinden sich 3 kleine Räume für die Statuen der Heiligen Trias. Wenn wir nun wieder das Podium verlassen, fallen uns noch die beiden seitlichen Triumphbögen auf. Rechts für Germanicus, links für Augustus. Hier beenden wir unseren Rundgang auf dem Forum. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar und ein Abo unseres Kanals.